Hey Leute, euer Susuno hier und willkommen in Satisfactory, Folge 23. Das Gebäude ist so gut wie fertig, jetzt fehlen nur noch die Ressourcen, die rein müssen. Die Kohle liegt da schon, wir brauchen aber noch Eisen und Kupfer. Wir fangen einfach mal mit Kupfer an, das ist nämlich am weitesten weg. Materialien holen ist nämlich immer so ein Ding. Ich wollte das jetzt hier noch mit reinnehmen, weil wenn wir das durch haben und der Lift läuft, können wir anfangen hier aufzuräumen. Also kann ich auf jeden Fall noch mal jetzt eine halbe Stunde füllen, weil danach braucht man erst neue Pläne. Man kann warten, bis der Lift durch ist. Man baut noch mal eine neue Mall quasi, wo man sich dran bedienen kann. So, jetzt brauchen wir da erstmal hoch, Wände, Fundamente. Wie ja schon erwähnt, ich baue alles im selben Raster. Also egal, wo ich hin will. Und wenn ich ans andere Ende der Map will, muss ich von hier aus bis ans andere Ende der Map bauen. Was natürlich ein Weilchen dauern kann. Eins. Zwei. Gehen wir mit den Fundamenten darüber. Da steht sogar noch ein Erzförderer drauf. Alles nehmen, löschen, Miner nehmen, Erze löschen, sortieren. Was haben wir denn hier gerade in wenigen Mengen? Den Alien-Panzer, den brauche ich sowieso nicht. Das müsste klappen von der Höhe her. Wir werden es gleich sehen. Kettensäge dabei? Ja, haben wir. Bäume kommen weg. Die brauchen wir hier nicht. Ja, mein Inventar ist gerade voll. Darum kann ich das nicht wirklich einsammeln. Die Bäume, die spawnen noch einfach nur. Aber ich brauche das Holz hier nicht. Das ist mir egal. Das schmeiße ich sowieso nur weg. Hoffentlich klappt das mit der Höhe. Bin gespannt. Produktion meiner. Boden zu steil. Das liegt daran, weil ich den nicht nutze. Aber allgemein funktioniert's, okay. Kettensäge immer direkt angehen muss, wenn man die in die Hand nimmt, ne? Mann, Mann, Mann. So, Rahmen drum. Wenn man das einmal vernünftig macht, geht das erstens ratzfatz. Und man übt es quasi, das Bauen. Alle Wände markieren, die wir nicht brauchen. Den schließen wir hier mittig raus. Machen wir auch alles mit Dreierbändern, denn wir werden das gleich so anschließen, dass es vernünftig funktioniert. Kann ich besser direkt davor stehen. Die zwei können weg. Hoffen wir, dass wir den Rahmen da reinkriegen. Zäune. Nein. So rum funktioniert's. Sieht halt doof aus, aber ja. So ein Stück ohne Zaun sieht halt noch doof aus. Warum kann ich hier nicht langlaufen? Hier ist eine unsichtbare Wand.
Aber wenn ich hier stehe und da runterlaufe, hier ist irgendwas. Kann ich auch drauf stehen? Der Miner ist wohl ein bisschen größer. Ah ja, ist auch egal. Hauptsache es funktioniert. Und das Fließband. Ziehen wir einfach. Warte mal. Warum wurde ich gerade nicht verstrahlt? War hier nicht Uran? Ach, das war ein Luke weiter. So, das ziehen wir jetzt einfach hier flat durch. Gar nicht lang fackeln. Gar nicht lang fackeln. Knapp, aber funktioniert. Den stellen wir direkt dahin, wohin muss. So, das war Kupfer. Das gleiche machen wir jetzt mit Eis. Erstmal muss der weg. Stellen wir dann am besten direkt wieder rein. Problem gelöst. Dann machen wir das gleiche mit Eisen. Da müssen wir jetzt das erste Band abreißen. Das kann sowieso schon weg. Platz haben wir noch im Inventar. Aber die Kohle kommt jetzt ja direkt damit rein. Da haben wir die Kohle. Die kann auch direkt schon reinlaufen. Das werten wir gleich mal eben auf. Auf Stufe 3. Wir müssen das den Förderer sowieso noch upgraden, glaube ich. Upgrade. Upgrade. Aber wir brauchen ja irgendwie 255 Kohle oder was. Können wir da jetzt komplett durchjagen. Das machen wir gleich vernünftig. So wie es drüben auch ist. Upgrade. Das ist ein 1er MK Miner. So, aktuell gibt es glaube ich noch in der Experimental einen Bug, dass ich die nicht upgraden kann. Genau. Ich muss sie nämlich an meinem neu setzen, aber das ist ja kein Problem. Das Fließband kann weg. Fabrikator, zack. Kommt hier eine Schnecke rein und wir machen hier 270. Das Fließband also voll. Schönen Tag noch. Gleich machen wir mit Eisen und mit Kupfer. Wobei, da gucken wir eben in den Rechner. Items, da geht das ein bisschen schneller. Und hier ganz unten haben wir Eisen. Ist, Kupfer ist 250 und Eisen ist nur 200. Also Eisen brauchen wir nicht boosten. Wir brauchen nur Kohle und Kupfer boosten. Wir brauchen nur Kohle und Kupfer boosten. Hauptsache, wir haben da ein volles Band. Ich schenke mir nebenbei schon mal noch einen Tee ein hier. Nicht, dass ich gleich wieder einen trockenen Hals habe. Lecker Schwarztee. So gehört sich das. Guten Morgen.
So, das Kupfer müssen wir noch im Boosten. Und schon mal anschließen. Dann nehmen wir einfach den Strommast. Warum steht hier ein Strommast, frage ich mich gerade. War der mit irgendeinem verbunden? Ja, der war mit dem verbunden. Nehmen wir jetzt den Strom von hier vorne mit? Ne, wir nehmen den hier. Dann sehe ich auch, wo das herkommt oder wo das lang geht. Dieses Gewusel. Dieses Gewusel. Einfach neben jede Stelze einen Strommast. Dann kann das nur halbwegs. Halbwegs gratis. Jetzt komme ich ja nicht gegen an, ne? Mal hochhopfen. Hier werde ich noch einiges umbauen. Jetzt ist der auf der anderen Seite. Okay. Bei dem Einser war das aber nicht auf der Seite, oder? Hier ist wieder dieser Bug. Ach, das ist einfach auf der anderen Seite. Das ist einfach auf der anderen Seite. So, Schneggerin. Schneckscherin. Schneckscherin. Machen wir auch auf 270. Einfach so viel, wie wir brauchen. Fließband voll. Dankeschön. Aber warte mal, bevor ich da jetzt so viele Strommasten baue, kann ich doch besser den direkt hier anschließen, oder? Eins, zwei, drei. Fundament haben wir da. Das nehmen wir auch mit. Muss mal wieder... Vollhallen brauchen wir uns nicht. Keine Dings verschwenden. Solange wir sie nicht brauchen, ne? Und hier fangen wir jetzt einfach an abzureißen. Die Stahlgießereien, die wir vor 10 Folgen gebaut haben, können weg. Und ich muss mal eben kurz mein Inventar sortieren. Kohle und Kupfer kann weg. Warum auch immer ich das jetzt mitgenommen habe. Kann auch weg. Stahlbarren. Das ist leer, das ist leer. Nehmen wir erstmal einfach dieses Fließband, weil das gerade von da kommt. Können wir das nämlich einfach so anschließen. Werden wir nachher alles schöner machen, weil genau da soll nachher auch noch die Mall mit hin. Beziehungsweise, was heißt Mall, aber... Den Bereich werden wir gleich irgendwie so weitestgehend abreißen. Eisen, Kupfer, Kohle. Da brauche ich noch den Erzfeuer aufwerten. Und dann ist die Sache fertig. Und noch kommt das so fleckchenweise. Das ist ein normaler Miner. Da passt ja die vierfache Menge drauf. Plopp. Eins. Zwei. Also theoretisch würde auch ein Einser Miner reichen. Das werde ich dann später upgraden. Darum lassen wir das erstmal so, wie das jetzt ist. Hier kommt nachher allgemein eine ganze Plattform rein und in der Mitte ein paar Produktionsgebäude. Vielleicht mein Hub oder was hier noch in die Mitte mit einem Shop. Wie, keine Ahnung, quasi ein Haus bauen oder vielleicht sogar den ganzen Lift hier reinstellen. Kommen auf jeden Fall eine Menge Ressourcen. Schließen das irgendwie an. Wollen nur laufen aktuell.
Dann haben wir Eisen. Viertelstunde drin und das Eisen kommt. Gehen wir mal unsere Produktion checken. Was sagt die... Na gut, solange kein Eisen da ist, kann das nicht funktionieren, ne? Und wir werden es nachher sehen, wenn hier fleckenweise die Items rauskommen. Eine Bande ist jetzt schon nutzlos, weil... ja. Gut. Hier haben wir erstmal unseren Bio-Brenner. Können hier mal jetzt anfangen aufzuräumen. Und in 5 Minuten da mal gucken, wie der Lift aussieht. Und hier haben wir Bio-Brenner. Können weg, die können weg, die können weg. Alles auf einmal markieren, dann hat man nämlich den ganzen Spaß auf Schlag. Das Biomaterial packen wir hier in die Kiste. Blätter können weg, sortieren. Weil irgendwann brauche ich das nochmal. Dann will man eine Kettensäge haben und hat nichts Brennbares dabei. Daher kann man das einfach weglegen. Besser als es wegzuschmeißen. So, das ist mein Mülleimer, mein Awesome Sink Mülleimer. Seite kann weg. Alles Sachen, die ich jetzt auch woanders habe, in höheren Mengen. Alles, was wir aktuell nicht brauchen, kann weg. Können wir am Stück abreißen. Das war unser Schredder. Was kann denn noch weg? Das ist unser Bio-Brennstoff. Da ist nichts mehr drin. Das ist auch leer. Das kann weg. 2 können weg. Da brauchen wir nämlich nur den Container. So viel Bio-Brennstoff brauche ich dann auch nicht. Darum packen wir ein bisschen was weg. Ansonsten ein bisschen kann ich mir noch holen. So. Biomasse, Müll. Sortieren. Holz kann auch noch weg. Hier ist Eisenerz. Steckte Platte kann weg. Hier haben wir noch die ganzen Miner. Können wir in die Kiste packen. Ich habe hier noch so eine kleine Kiste, so für Handbedienung. Da können wir Sachen reinpacken, die ich irgendwann mal brauchen kann. Heilsprays kann ich für die Kettensäge austauschen. Tickets und Beeren. Können hier noch mit rein. Die brauchen wir gerade nicht. Siehst du, jetzt haben wir wieder Platz in der Tasche. Da kommt das Eisen. Das Band ist aber nicht voll, aber das ist auch richtig, weil wir haben ja nur 240 pro Minute. Und wir brauchen nur 200. So, Überschuss kann weg. Hier sind unsere Fließbänder drin. Können wir auch schon abreißen. Haben wir Platz für im Inventar. Und jetzt packen wir allgemein hier erstmal außerhalb dieser Bucht, in dem Fall auf dem Hügel oben drauf als Beispiel, packen wir uns jetzt Container. Einfach nur, um es zwischenzulagern. Machen wir erstmal 5 Stück, das sollte reichen. Dann können wir hier Sachen zwischenlagern. Das und das. Da habe ich 1000 Rotoren. 2400. So viel Platz habe ich in der Tasche gar nicht. Rotoren und... Ja. Ah, aber immerhin, man nimmt mittlerweile so viel Zeug, wie es geht, aus der Tasche raus. Kann ich die Kiste von hier abreißen? Oh, und da hinten haben wir noch Rahmen. Können noch hier rein. Wahrscheinlich werde ich die demnächst einfach alle schreddern, weil ich gerade nicht weiß, wohin damit. Zack, alles nehmen. Zack, alles nehmen.
Können wir alle mitnehmen. Brauchen wir nicht mehr. Die ganzen Schrauben brauchen wir nicht mehr. Leute, Platz wir auf einmal haben. Tasche ist noch leer, das passt. Weißt, wir nehmen die mit. Wir nehmen die mit. Hier die Kiste. Alles, was wir nicht brauchen, kann jetzt erstmal wieder weg. Wie das geht, aufräumen. Das ist unsere Betonfabrik, die lassen wir erstmal stehen. Das hinten sind unsere Kabel, die lassen wir auch erstmal stehen. Also selbst wenn ich das hier wieder aufbauen würde, machen wir das mit alternativen Rezepten. Das spart einfach eine Menge Platz und Zeit. So, Schrauben. Das sind die Schrauben. Die Eisenstangen. Das ist mein Inventar voll. Und ich kann nicht das Zeug einfach alles schreddern. Eben hier einen Schredder hinstellen, die Kiste dahinter und alles, was ich nicht brauche. Zack. So Sachen wie Schrauben. Was soll ich mit 100.000 Schrauben in der Hand? Was soll ich mit 100.000 Schrauben in der Tasche? So, Rotoren. Dann haben wir hier noch Eisenbarren. Können alle weg. Eisenstangen. Hier. Verstärkte Platten können hier rein. Noch Stahlbarren können auch weg. Sortieren. Hier noch Eisenplatten rein. Schrauben. Sortieren. So, weiter abreißen. Die Maschine hat keinen Sinn mehr. Also eigentlich kann hier alles weg. Eigentlich kann hier alles weg. Da schon wieder voll. Kann weg. Kann weg. Sortieren. Eisen braucht keiner. Ist ja alles endlos. Also warum Sachen irgendwie zwischenlagern? Das ist ja total... bekloppt. Aber ganz dringend, wir müssen den Strommasten behalten. Der muss noch hier drauf. Sache läuft ja noch. Das einsammeln. Noch zwei. Ja, und schon. Schon haben wir hier Platz, würde ich sagen. Die beiden brauchen wir nicht mehr. Können wir dann ausschalten. Lassen wir einmal eben leer brennen. Einmal eben leer brennen lassen. Das klingt zwar komisch. Aber jetzt rauschen die ganze Zeit. Darum packen wir da einfach irgendwas drauf, was irgendwie Strom kostet. Als Beispiel, der braucht 30 Megawatt. Das ist auch irgendwas, was weniger kostet. Aber gut, ich mach's ja nicht an. Ich glaube, die Gebäude haben Passivstromverbrauch. Kann das sein? Kein Treibstoff, nee, der brennt nicht weiter. Und die sind nicht gleich gut befüllt. Brauche ich irgendetwas? Wie zum Beispiel ein Constructor, der braucht. Machen wir hier drin einfach nur irgendwas, was wir gerade machen können. Als Beispiel machen wir. Keine Ahnung. Aus dem Draht machen wir Kabel. Wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte hier Kabel haben. Zack. Jetzt produziert der. Die beiden Dinger brauchen jetzt ihren letzten Brennstoff.
Er soll ruhig produzieren, das ist egal. Hauptsache er ist gleich leer. Das läuft, ja, schauen wir mal nach. Ob da schon Sachen rauskommen. Mittlerweile müsste da doch was rauskommen. Und die eine Sache funktioniert schon mal. Die andere Sache auch. Aber hier kommt nichts. Hier kommt nichts. Warum kommt hier nichts? Sehen wir, da sind die Fließbänder noch nicht vollgelaufen oder ich habe irgendwo einen Fehler drin. Das kann natürlich sein. Wir warten nochmal einen Moment. Also die eine Kupferrolle da hinten kommt ja gerade schon, die Kabeltrommel. Mal gucken, wo die anderen Sachen kommen. Da kommt nochmal so ein Ding. Kabeltrommel. Ich meine, das läuft erst 10 Minuten. Das kann sein, dass das ein paar Minuten länger braucht. So, Kabel, das andere Zeug müsste viel häufiger kommen. Wir schauen mal eben nach. So. Alles, was gelb leuchtet, hat entweder kein Material oder ist voll. Hier fehlt aktuell noch Material. Das kommt halt, weil die Maschinen erst voll laufen müssen. Und erst wenn die Maschinen voll gelaufen sind, dann laufen die anderen auch. Ja. Die laufen alle. Also hier fehlt einfach nur das Material. Wie gesagt, das dauert einen Moment, bis das Kupfer voll ist. Das ist halt alles auf Rückstau ausgelegt. Hier fehlen die... Was fehlt hier denn? Fehlen einfach die Stahlrohre, oder? Kann das sein? Ach ne, das ist Output. Wait. Erstmal fehlt hier ein Fließband. Da kommt ein Stahlrohr. So. Was wird hier produziert? Fehlen mir Eisenplatten. Kommen hier auch fast gar nicht an. Produzieren einfach nur so langsam. Da fehlt halt Draht ohne Ende. Das Fließband hier voll? Nein. Aber das dauert einfach nur so lang. Genietschte Eisenplatten, super Sache. Und die kommen. Das ist halt Rückstau. Dauert eine Weile. Aber das produziert einfach alles noch. Der Stahl ist schon da, das ist schon mal gut. Wenn der schon hinten ankommt, dann heißt das, haben wir den schon mal drin. Jetzt brauchen wir nur noch die modularen Rahmen. Wenn es einer ist, dann ist es einer. Abadab, wie sieht's aus? Also sie kriegen das Material. Kommt der erste aber jetzt schon. Das gefällt mir. Siebte, siebte, sipp. 90. Da kommen drei Rahmen raus. Zack, let's go. Die drei Rahmen müssten jetzt eigentlich genau in die drei Maschinen reingehen. Hoffentlich noch nichts in den rote Ende. Erstmal fehlt hier ein Fließband. Fehlt mir ein Stahl. Ah gut, kann ich ausnehmen. Stahlträger. Passiert, passiert. Und hier kommen jetzt die ersten verstärkten Rahmen raus. Davon brauchen wir nur 500 Stück. Und da sollen jetzt Rechner 12 die Minute rauskommen. Wie gesagt, das dauert einen Moment, bis das anläuft. Und dann können wir auf Dauer damit rechnen, dass wir im Laufe der nächsten Folge spätestens den Lift soweit fertig haben. Wir gehen ja nochmal rüber. Dann haben wir da nämlich einen schönen Cut. Müssten gleich die ersten Sachen kommen. Wir warten mal eben. Also es wurde ja gerade was produziert, also müsste das hier gleich ankommen. Auch wenn es nicht viel ist, aber hier müsste was ankommen. Ich wollte gerade sagen, warum ist das Band noch nicht voll? Da haben wir sie, die ersten. Die ersten Rahmen. Vielseitige Rahmen.
ziemlich klein hier auf dem Bild, ne? Ah, da sind sogar schon welche drin. Nice. Seht ihr das? Es funktioniert und das alles automatisch. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal angehen. Wahrscheinlich den Lift uns ansehen und dann die nächste Fläche suchen, die wir bebauen können. Vielleicht ist der Lift bis dahin auch schon fertig. Der wird hier automatisch gefüllt, aber mal gucken. Mal gucken. Stufe 5 und 6. Dort ist auf jeden Fall dann Öl drin. Mehr Rohre, mehr Flüssigkeiten. Haben wir einige Aufgaben, die wir uns irgendwie zusammen fummeln müssen. Und daher. Schön, dass ihr da wart. Haut's da rein. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sasono.